da jemand hingeht zur Spontanversammlung. Wenn ich da hingehen würde, dann würde ich unterwegs meinen Lieblingsruf rufen. Merkel muss weg! Ronja, ruhig bleiben. Die haben ja schon Angst. Sie haben schon. Alles aufnehmen. Ich habe den Kollegen die Maske befreit. Das kann man nur machen. Wie viele tausend Polizisten sind denn hier? Wie viele tausend Polizisten soll ich denen meine Maskenbefreiung zeigen? Ich habe heute meine Maskenbefreiung einem Kollegen gezeigt. Welche Rechtsgrundlage haben Sie, mich jetzt in Gewahrsam zu nehmen? Welche Rechtsgrundlage ist das? Sagen Sie mir die Rechtsgrundlage. Ich habe die Maskenbefreiung gezeigt. Und zwar eine schriftliche Erklärung, die hat ihr Kollege angeschaut, die hat sie mir zurückgegeben und es war alles in Ordnung. Daniel, das war ein Kollege, der hatte eine Nummer auf dem Rücken und jetzt hätte ich mir die Nummer merken sollen, oder was wollen Sie jetzt von mir? Daniel, die können auch eine Anzeige schreiben, wenn Sie wollen. Aber also wegen falscher Verdächtigung kann ich nämlich auch eine Anzeige gegen Sie. Wenn Sie mich jetzt... Ich möchte jetzt wissen, was das soll. Die sollen sich erstmal ausweisen hier, auch ausweisen. Die sollen sich erstmal ausweisen. Da haben Sie eine... Bitte, ich bin keine Gewalt, keine Gewalt. Keine Gewalt. Setz dich in Ruhe. Setz dich doch hin. Dann kommen Sie mit, dann ich möchte, dass meine Anwältin mitgeht. Also, Sie stoßen mich nicht mehr. Alles klar. Na, ich habe genug Abstand. Sonst kann man halt Sie abschlagen. Ich habe hier Pressearbeit zu tun. Das Polizei hier gerade veranstaltet. So viele Gefängnisse haben wir in Deutschland gar nicht, was die Polizei hier veranstaltet. Nee, wir müssen halt neue Gefängnisse bauen. Ja. Keine Rechtsgrundlage. Das wird alles direkt auf dem Surfer gespeichert. Wenn Sie mich hier angreifen, ja, genau. Ist das sofort auf dem Surfer drauf. Dann haben Sie nur mit Anklagen. Ein bisschen friedlicher bleiben. Ich habe ein iPhone, da so eine lächerliche Taschenlampe ist irgendwie. Die wird rausgerechnet. Ich meine, das Wichtige ist ja, das Grundgesetz und die Grundrechte sind nicht außer Kraft. Die sind in Kraft. Und alles andere ist quasi Nazi. Machen wir das Licht, das nur mal filmen kann. Fragt, ob er Gewalt anwendet. Er hat keine Gewalt hier. Sie sind alle ganz eng um ihn rum. Es gibt keine Gewaltanzeichen hier. Keiner ist hier mit Gewalt tätig. Meine Identität. Und die kann dieser Mann jetzt hier aufnehmen. Und ich fordere ihn auf, das hier aufzunehmen. Es gibt keinen Grund, mich auf diese Waffe mitzunehmen. Genau, das ist meine Identität. Wenn Sie jetzt Gewalt anwenden, haben wir sogar das Recht, hier alles zu dokumentieren. Wollen Sie bitte die Schüchterlein schlecken, wollen Sie nachholen? Stimmt, genau, das sind alles noch Fans. Also ruhig bleiben. Und da war es noch nie notwendig, dass ich auf irgendeine Waffe mitgenommen bin. Frag mal, wie die heißen. Die Hunde, wie die heißen. So viele Gefängnisse haben wir gar nicht. Ich habe ja immer noch hier Pässe. Fangt an zu denken. Fangt an zu denken. So, und ich mache jetzt. Leute, ich mache jetzt eine Spontanversammlung hier. Spontanversammlung, ist alles drauf. Filmst du das live? Filmst du das live? Ich möchte eine Spontanversammlung anmelden. Der ist hier der Einsatzleiter. Nicht aufregen. Die wollen ja nur Auto kriegen. Cool bleiben. Sonst geht man ins Kino, jetzt gibt man alles hier kostenlos.
Wir machen die davor. Komm, komm zurück. Hier Kommunikation, Eskalation. Vorsicht, ich mache eine Spontanversammlung direkt. Hier melde ich direkt hier mit einer Spontanversammlung an. So. Liebe Polizei, ich kündige das jetzt hiermit an. Ich habe das eben alles, wir haben es auf dem Livestream drauf. Der Daniel Langhans wurde mitgenommen. Es wurde gesagt, wegen der Maske. Und das ist eine Ordnungswidrigkeit, eine OVI. Ihm wurde da Gewalt angedroht, wenn er nicht mitkommt. Man hätte die Personalien draußen aufnehmen können. Es ist rechtswidrig und ich mache hier eine Demo gegen rechtswidrige Polizei. Haben wir uns da alle verstanden? Ja! Haben wir uns da verstanden? So, filmt ihr, dürft mich alle filmen. Ich habe hier kein vertrauliches Wort. Ich habe mit der Polizei kein vertrauliches Wort zu sprechen. Wie sieht ein öffentliches Amt hier? Es wird alles mitgefilmt, auch live auf dem Streamer drauf. Wenn hier Gewalt stattfindet, dann kriegen Sie von mir einen Strafantrag oder eine Strafanzeige. Verstehen wir uns da? Ja! Jawohl. Disclaimer. Wer unbedingt Geld loswerden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.